Fußballgott, Nationalspieler und bald amtierender Europameister. Das alles ist Lukas Podolski. Bist du auch ein Partygott? Party eher weniger. Aber wenn Bergheim feiert, dass du ihr unterstützt und dieses Jahr richtig Gas gibst, geht da der Podolski einmal auf die Bühne und macht mal kurz ein bisschen Nossa Nossa, einmal? Vielleicht einmal. Meine Gruppe ist ja nicht dabei, die bringt's. Sonst wäre ich mit denen aufgetreten, aber man muss ja spontan sein im Leben und vielleicht gibt es eine Gruppe, wo man dann spontan auf die Bühne springt. Michael Wendler und du, gibt es da irgendeine Verbindung? Irgendwie, dass du sagst, hier liebt den DJ, habe ich zumindest schon mal im Karneval gehört oder nach einem Fußballspiel irgendwo? Ja, man lebt hier in Köln auch im Karneval. Da gibt es ja auch viele Schlager, ja. Lieder und Künstler. Und daher ist man auch mit den Liedern groß geworden. Und darum kennt man auch Michael Wendler oder Matthias Reim. Das kennt man ja. Und die sind ja ein Begriff. Und darum kennt man die Lieder und die Personen dann ja auch. Und jetzt noch eine ganz persönliche Frage. Wie schafft man es, der sympathischste Fußballspieler Deutschlands zu sein? Die ganze Zeit mit dem Druck. Wie schaffst du das? Dass du trotzdem immer noch so... Ja gut, da muss man umgehen. Ich habe ja schon mit relativ jungen Jahren, 17, 18, bin ich dann schon im Profigeschäft eingestiegen und daher bin ich mit dem Druck aufgewachsen und man muss damit einfach locker umgehen, man muss Spaß haben an seinem Beruf und das ist dann das Rezept. Ob es dann bei allen klappt, das ist immer die Frage. Ich habe nicht gewusst, dass der so groß ist, auch der Herr Podolski. Also, ich sage Dankeschön. So klein. Ja, ich bin leider nur ein kleiner Hobbit. Wenn du bei ballermann.tv.de mal reinguckst, wenn du mal Zeit hast dazwischen, dann siehst du dieses Video und ich sage Dankeschön fürs Interview. Dankeschön.